Dominik hier, moin. Die neue Synology Disk Station DS3018XS ist das erste 6-Bay-Modell von Synology. Für wen die geeignet ist und was sie so zu bieten hat, gleich nach dem Intro im Review. Eins gleich vorab der Hinweis. Ich habe noch einen Artikel auf meiner Webseite zu der DS3018XS geschrieben. Da stehen weitergehende Informationen für alles das, was ich in dem Video vergessen habe. Und nochmal der Dank an euch, dass ihr meine Amazon Affiliate Links nutzt und mich damit direkt unterstützt. Zuallererst ein ganz kleiner Überflug über die technischen Daten. In der DS3018XS, da werkelt ein Intel Pentium Dual-Core Prozessor mit 2,2 GHz Basistakt und 2,6 GHz im Turbo. Er beherrscht zudem die Hyper-Threading-Technologie und hat demzufolge 4 Threads zur Verfügung. Ab Werk kommt die DS3018XS mit 8 GB Arbeitsspeicher und ist bis zu 32 GB ECC RAM upgradebar. 3 USB 3 Anschlüsse, 4 RJ45 1 Gigabit Ethernet Anschlüsse, die Link Aggregation sowie Ausfallsicherheit beherrschen, zweimal die Möglichkeit, einen Expansion Slot anzuschließen und es kann eine PCIe 8-Fach-Karte installiert werden. Aber was sind eigentlich die größten Vorteile der XS-Serie? Zunächst mal, gerade für den arbeitsintensiven Einsatz sind neben der leistungsfähigen Hardware auch die Zuverlässigkeit ein wichtiger Faktor. Unternehmen können sich einfach lange Ausfall- und Reparaturzeiten nicht erlauben. Deshalb bietet Synology für die XS-Serie eine Garantie von 5 Jahren an. Ferner wird der Synology SRS Austauschservice angeboten. Für alle Diskstation 2U und 3U Rackstations ab der 16er Serie, darin inbegriffen die FSXSXS Plus Serie, ist der kostenfreie Austauschservice verfügbar. Damit können Unternehmen nämlich bereits am nächsten Arbeitstag mit dem kostenlosen Versand eines Ersatzgerätes rechnen. Man merkt schon, worauf die XS-Serie hier abzielt. Für viele mag verwirrend auf den ersten Blick der Dual-Core-Prozessor sein. Wieso nur zweikernig? Ich habe es gerade schon gesagt, er beherrscht Hyper-Threading. Das bedeutet, er kann 4 Threads auf einmal mehr oder minder bedienen. Der Intel Pentium D1508 aus der Broadwell 14-Nanometer Serie unterstützt, wie ich gerade schon gesagt, Hyper-Threading. Bei vollem Nutzen aller 4 maximalen Threads arbeitet er Befehle, beispielsweise verglichen zum Intel Atom aus der DS1517 Plus oder DS1817 Plus, wesentlich zügiger ab. Während beim Pentium 1508 mehr Befehlssätze integriert sind, muss keine Umwandlung, also Kompilierung der Anweisung, wie zum Beispiel beim Atom C2538 durchgeführt werden. Damit ist das Abarbeiten oder das Arbeiten des Systems deutlich fixer als auf dem Papier zunächst potenter erscheinenden Intel Atom. Klar, und das ist wichtig, Leistung kostet auch Energie. So ist es nun mal, diese Diskstation braucht deutlich mehr Energie als zum Beispiel die Atom-Serie oder kleinere Diskstations, hat aber dafür auch ordentlich Power. Es kommt bei dieser Diskstation zu dem ECC-Speicher zum Einsatz. Warum ECC-Speicher? Der Error Correcting Code Speicher, also auch kurz ECC-RAM, überprüft Daten im Speicher, ob diese verfälscht sein können und verhindert zu 99,988% die häufigsten Speicherfehler. Speicherfehler können oder können auch nicht zu Komplikationen oder und zu Konsequenzen führen. So wird zum Beispiel bei einem Bitflips-Fehler aus einer 0 eine 1. Und gerade wenn dieser Speicherfehler in einem vom Betriebssystem genutzten Teil des Systems auftritt, kann das verheerend sein. Laut Google wird auf einem von 3 Computern ein Speicherfehler auftreten. AMD sagt, bei einem 4 GB Systemspeicher tritt mindestens einmal die Woche ein Speicherfehler auf. Je höher der Speicher, desto höher das Risiko. Hauptsächlich kommen ECC-Speicher bei Servern und Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel auch bei meinem Mac Pro zum Einsatz, bei denen Datenfehler unter keinen Umständen toleriert werden können. Beispiele hierfür sind wissenschaftlicher Einsatz, Finanzanalysen oder in der Konstruktion, um nur ein Beispiel zu nennen. Als Privatanwender dürfte man sich wahrscheinlich kaum um Speicherfehler kümmern. Zu weiteren technischen Vorzügen der DS3018XS
zählen neben dem eben schon genannten ECC-Speicher und dem Prozessor die Möglichkeit, zweimal die DX1215 anschließen zu können. Damit erhöht sich nämlich die Laufwerkskapazität auf 30 und ergibt eine maximale Rohkapazität von 360 TB bei 30 x 12 TB Festplatten. Ein einzelnes Volume kann bei 32 GB Arbeitsspeicher bis zu 200 TB groß sein. Mit einem PCIe 8-fach-Slot kann entweder der M2D17 Dual M2 SSD-Adapter für den SSD-Cache oder eine PCIe-Netzwerkkarte verbaut werden. Auf der Synology-Kompatibilitätsliste werden passende 10 Gigabit Ethernet-Adapter aufgeführt. Die Hardware in der XS-Serie und auch bei der 3018 XS ist leistungsfähiger. So können beispielsweise bis zu 2000 gleichzeitig verbundene CloudStation-Clients oder bis zu 1.161.000 E-Mails täglich beim Mail-Plus-Server möglich sein. Mit 400 möglichen Office-Nutzern und 30 VPN-Verbindungen, 2000 gleichzeitigen CIFS-FTP-AFP-Verbindungen oder 2000 Chat-Nutzern kann die Hardware der DS3018XS umgehen. Und wahrscheinlich eine der spannendsten Möglichkeiten ist der Virtual Machine Manager. Hier bei der DS3018XS habe ich mir gesagt, ich baue eine SSD ein, speziell für den Virtual Machine Manager. Wichtig zu wissen ist, der SSD-Cache auf dem M2-Adapter, auf der Adapterkarte, ist nicht für ein Volume brauchbar, also da können keine Virtual Machines installiert werden. Damit wird die virtuelle Maschine nämlich deutlich fixer. Einerseits habe ich einmal Windows 10 installiert und, um es zu vergleichen, auf meinem Mac Pro unter Parallels Desktop ebenfalls Windows 10. Ich habe mich 3 Stunden an 2 Tagen jeweils hingesetzt, habe es mir vorher einrichten lassen, habe gesagt, okay, Remote Desktop, schalte dich heute auf die Maschine deiner Wahl und ich gucke mir das dann an 3 Stunden. Stefan hat das vorbereitet. Ich habe 3 Stunden mit der virtuellen Maschine am einen Tag gearbeitet, 3 Stunden mit der virtuellen Maschine Windows 10 am anderen Tag und ich konnte vom normalen Workflow einer Office-Tätigkeit mit mehreren Programmen nicht unterscheiden, ob ich jetzt via Remote Desktop auf meinem Mac Pro der virtuellen Maschine da war oder auf der virtuellen Maschine der DS3018XS. Ich habe es aber nochmal gesteigert. 12,5 Minuten habe ich gebraucht, um einen Windows Server 2016 zu installieren, tutto completo, inklusive Active Directory, also die Active Directory Dienste, vorzuinstallieren. Das Video übrigens habe ich einmal verlinkt als nicht gelistetes Video, damit ich es hier nicht schnell ablaufen lassen muss. Wer sich das in Echtzeit anschauen muss, der Link unten in der Videobeschreibung. Somit kann man sagen, 32 GB Arbeitsspeicher rein und ich kann mit virtuellen Maschinen, also Mehrzahl, tatsächlich auf der DS3018XS gut was anfangen, ohne dass das Gesamtsystem unheimlich verlangsamt wird. Das war das erste Mal, dass ich tatsächlich auf einer Diskstation produktiv und ohne Verzögerung arbeiten konnte. Man muss aber dazu sagen, ich habe bisher auf der Festplatte installiert, jetzt das erste Mal auf der SSD, was natürlich unheimlich Speed bringt. Bei den Festplatten, die ich hier in die DS3018XS einbaue, werde ich keine Kompromisse machen, denn ich baue hier die Seagate Iron Wolf Pro ein. Damit habe ich ebenfalls auf die Platten 5 Jahre Garantie und ich habe den Kosten, in dem Fall, weil es die Pro sind, den kostenlosen Data Rescue Service von Seagate, was mir die Möglichkeit verschafft, dass mir die Daten kostenlos wiederhergestellt werden können, sofern als möglich. Und das ist wichtig zu erwähnen, wo ich bei den anderen Diskstations sagte, baut ein, was ihr wollt, ob das jetzt WD-RED, HGST oder was auch immer ist, hier will ich die Kompromisse aus einem weiteren Grund nicht machen. Das im Moment noch unscheinbare Seagate Iron Wolf Health Management. Das scheint in DSM einfach nur so eine Erweiterung zu sein, ist es aber nicht. Viele denken, mit den 20 Smart-Werten könnte man jeden Fehler erkennen. Das ist aber nicht so, denn die 20 Smart-Werte geben lediglich einen Überblick über standardisierte Werte an. Ist man einmal hergegangen, hat gesagt, okay, das ist der Schwellwert, wenn der über- oder unterschritten wird, dann muss das einen Smart-Fehler geben. Aber das gilt für WD, Toshiba, HGST, Seagate und Samsung, wie sie alle heißen. Bringt aber im Endeffekt nichts, denn meistens, wenn die Schwelle über- oder unterschritten wird, wäre mir zu gefährlich. Beim Seagate Iron Wolf Health Management ist es so, dass 200 Werte aktiv abgefragt werden oder beziehungsweise zwischen den Festplatten und der Diskstation in der Kommunikation stehen. Und wenn ich beispielsweise die Diskstation auf einen Untergrund stelle, der leicht vibriert oder nicht fest genug ist, sage ich jetzt mal,
dann wird das Iron Wolf Health Management feststellen und aktiv an den Anwender in die Information geben oder an die Information dem Anwender eben geben und ich weiß dann darüber Bescheid. Gleiches gilt, wenn ich die nicht richtig einbaue oder wenn die Temperatur der Festplatte, nicht des Gesamtsystems, zu heiß sind, dann werde ich auch vom Health Management da informiert. Wie gesagt, 200 Werte und mir ist es das bei so einem Gerät einfach wert. Noch eine Frage, die besonders interessant ist. Baue ich da den SSD-Cache ein oder baue ich eine 10 Gigabit Ethernet-Karte ein? Nun, es kommt auf den Einsatz drauf an. Ich für meinen Teil, ich habe keine weiteren Geräte, die 10 Gigabit Ethernet unterstützen. Bedeutet, für mich wäre der Flaschenhals immer der Client selber. Und selbst wenn ich mit 10 Clients zugreife, reichen mir die 4x1 Gigabit Ethernet in einer Link Aggregation völlig aus. Da bringt mir der Cache deutlich mehr. Möchte ich jetzt mit VMware oder Virtualisierung Eisgasi darauf zugreifen und habe auch im Umfeld, dass der VMware-Server auf die Diskstation via 10 Gigabit Ethernet zugreift, natürlich eine ganz andere Voraussetzung, die dann mit der Netzwerkkarte ja beantwortet werden kann. Hier muss man immer ein bisschen abwägen, was so die Umgebung ist. Dann der Stromverbrauch. Ich habe es ja schon gesagt, in KMUs und Unternehmen dürfte es relativ uninteressant sein, was das Gerät im Endeffekt an Strom braucht, denn die Leistung wird benötigt und wird ja auch abgefordert. Alternativ stelle ich mir ein anderes Gerät hin, wenn ich unbedingt Strom sparen will. Wenn ich Leistung habe, dann werde ich sie auch abfordern. Ich vergleiche das Ganze nochmal mit der DS1517 Plus in einem Extra-Video, wo dann auch der TDP-Wert zur Sprache kommen wird. Um aber hier an dieser Stelle einen kurzen Vergleich zu nennen, die DS1817 Plus oder 1517 Plus kann 2048 Benutzerkonten, während zum Beispiel auf der DS3018XS 16.000 Benutzerkonten der Fall sein können. 90 Mail Plus Clients bei den beiden genannten Plus-Modellen und 200 bei der DS3018XS. Das nur mal so in den Raum geworfen. Was ich noch gemacht habe, ich habe mir wieder die Noctua-Lüfter hinten eingebaut. Damit wird die Diskstation, auch diese hier, deutlich leiser und ist von der Gesamtkühlung wesentlich besser. Das ist aber nur so mein Eindruck. Ich verlinke übrigens alle Informationen nochmal in dem korrespondierenden Artikel auf idomix.de. So viel erstmal zur DS3018XS, was ich so getestet habe, was ich bisher gemacht habe. Ich habe den NAS-Tester natürlich auch laufen lassen, ihr habt es gerade gesehen, aber mal ehrlich, in einer optimierten Umgebung kann ich da noch mehr rausholen und es war jetzt tatsächlich die nicht optimierteste Umgebung, die man sich mehr oder minder vorstellen kann. Ebenfalls bringt es, glaube ich, nichts, euch zu zeigen, dass DSM fix läuft, dass der Kalender fix läuft. Das sind alles Aufgaben, die können die kleineren Diskstations schon. Das habe ich an der Stelle bewusst weggelassen. Ich werde noch ein weiteres Video machen bezüglich auch des Vergleichs zu den Plus-Modellen und ich hoffe, ihr fandet dieses Video hilfreich. Wie immer für mich der Daumen hoch. Das wäre klasse. Ein Abo meines Kanals, dann bleibt ihr auf dem aktuellen Stand. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.